So könnte es gewesen sein. Mitten in der Nacht, bei der Arbeit. Evelyn Adler fährt einen Schiebewagen. Will ihn über eine Schwelle heben. Dabei rutscht sie aus und knallt mit dem Kopf irgendwo gegen. Eine schwere Hirnblutung. Für sie ist seitdem nichts mehr, wie es war. Ein Leben im Rollstuhl mit Spastiken und einer halbseitigen Lähmung. Vorher, da konnte ich alles machen, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Was mir sehr weh tut. Ich kann meinen Garten nicht machen, gar nichts. Kann nicht raus. Kann nicht mal zur Eisdiele gehen oder so, gar nichts. Brauche immer Hilfe. Genau erinnern kann sie sich an den Vorfall nicht mehr. Zu Hause bricht sie zusammen. Ihr Mann Michael bringt sie noch in derselben Nacht ins Krankenhaus. Ein, zwei Stunden später kamen die Ärzte und hatte uns gesagt, wir möchten uns keine Hoffnung machen, unsere Frau wird wohl versterben oder ihre Frau wird versterben. Ne? Was denn Gott sei Dank nicht eingetreten ist. Ja, und der Name, das Schicksal eben hat seinen Lauf. Die beiden sind sich sicher. Grund für die Hirnblutung kann nur der Unfall in der Bäckerei gewesen sein. Ein Fall für ihre Unfallversicherung, dachte Evelyn Adler. Die hatte sie bei der DEVK. Doch die sieht die Sache anders und lehnt die Auszahlung der Versicherungssumme über 500.000 Euro ab, weil die stationäre Behandlung und die daraus schicksalhaften Folgen nicht auf einen Unfall zurückzuführen seien. Zum Beispiel könnte ein geplatztes Aneurysma im Kopf den Sturz ausgelöst haben. Da habe ich mir gedacht, wozu hat man überhaupt eine Versicherung? Immer jeden Monat die Beiträge genommen und dann war gut. Und jetzt sind die mal dran und dann, nee, das war's. Und sozusagen, es tut uns leid, dass das passiert ist und tschüss. Mehr war nicht. Gerichte geben der Versicherung recht. Denn tatsächlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Aneurysma, also eine Vorerkrankung, der Auslöser war. Der Anwalt der Adlers bleibt bei seinem Standpunkt. Die Versicherung muss in die Leistung gehen, meiner Meinung nach, weil wir hier einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Unfall und Unfallfolge haben. Diese Gesundheitsbeeinträchtigung ist so zeitlich nah an diesem Unfallgeschehen eingetreten, dass es meiner Meinung nach ausgeschlossen ist, dass es auf etwas anderes zurückzuführen ist als auf diesen Kopfstoß. So bitter es für Evelyn Adler ist. Bei strittigen Fällen wie ihrem sitzt die Versicherung oft am längeren Hebel. Auch wenn in der Werbung die Tücken im Kleingedruckten keine Rolle spielen. So verspricht die DEVK im Schadensfall eine lebenslange Unfallrente. Diese sei eine kluge Absicherung, damit sie nach einem Unfall nicht plötzlich vor dem Nichts stehen. Ganz nach dem Motto der Versicherung: DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Wir waren ja auch einmal vor Gericht und ich habe mitgekriegt, wie der Anwalt der Versicherung ja auch angesprochen wurde, ach Sie schon wieder, der nächste Fall, wo nicht gezahlt wird. Das habe ich auch noch mitgekriegt, das hat für sich gesprochen. In Deutschland haben etwa 25 Millionen Menschen eine private Unfallversicherung. Viele Fachleute raten aber davon ab. Die Versicherung sei selten sinnvoll, schreibt zum Beispiel das Verbraucherportal Finanztipp. Denn gezahlt wird nur, wenn tatsächlich ein Unfall für die Folgeschäden verantwortlich ist. Bei Krankheiten wird gar nicht gezahlt. Ein gutes Geschäft für die Versicherungen, meinen Experten. Man hört aus der Versicherungsbranche, dass die Unfallversicherung zu den besonders lukrativen Sparten gehört, wo wirklich große Gewinne erzielt werden. Und eigentlich bedeutet das für die Regulierungspraxis, dass man nun auch sehr großzügig sein könnte und oft auch mal kulant sein könnte. Merkwürdigerweise ist aber das Gegenteil der Fall. Auch hier wird jeder Cent noch einmal umgedreht und eingespart, was nur eingespart werden kann. Das Ehepaar Adler ist tief gefallen. Die Wohnung für ein Leben im Rollstuhl zu klein und unpraktisch. Ihre kleine Rente und sein Einkommen zu wenig. Gesundheit, das ist das, was mein Leben braucht. Kannst du nicht kaufen. Aber um das Leben zu regeln, wenn sowas mal passiert, habe ich leider feststellen müssen,
kann man nur finanziell was bewegen. Ob es Wohnung ist, ob es Hilfsmittel sind, genau. Ob das Sachen sind, die man regeln muss, um mal auszuspannen, irgendwo hinzukommen. Oder Hilfe zu haben, die hier hilft. Bei uns zu Hause. Dafür brauchen Sie die Versicherung. Dafür bräuchten wir die Versicherung. Unsere Fragen beantwortet die DEVK nicht. Verweist auf die Gerichtsurteile und teilt mit, dass sie keine weitere Stellungnahme abgeben möchte. Der Fehler im Unfallversicherungssystem liegt darin, dass immer der Versicherte beweisen muss, dass bestimmte Unfallfolgen durch den Unfall verursacht sind. Das halte ich deshalb für ungerecht, weil das oft gar nicht möglich ist. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir drehen einfach um. Der Versicherte muss nicht mehr beweisen, aber der Versicherer muss seinerseits umgekehrt beweisen, dass die Unfallfolge nicht auf dem Unfall beruht. Und das würde ganz viele Probleme lösen. Aber so ist es eben nicht. Und so stehen Betroffene wie Evelyn Adler vor dem Nichts, trotz Unfallversicherung.